Geistig Gereiste reisen selten bis Elba. Na, machtet euch halt selber. Wie gesagt, ich brauche nur, dass du mal kurz misst und reinhältst hier. Komm jetzt, die Erklärung kann, die Erklärung kann Lippi dann auch extra aufnehmen. Ja, einfach nur mal jetzt hier messen und das Messgerät dann in die Kamera halten. Also wir messen jetzt an der Lampe Spannung, ne? 2,5. Hä, wieso zeichnet das jetzt 2,5 Volt an? Eben hat es nichts angezeigt. Aber, ja, immerhin. Auf AC, genau. 2,6. So, und jetzt mal mit dem... Geh mal kurz auf DC, warte. Ja, gut, genau, nochmal auf DC. 900 Millivolt oder was. Und mal ein anderes Messgerät. Und das andere digitale. Dass die 2, Volt auch nichts Sinnvolles sein können, sieht man spätestens daran, dass das eine 230 Volt Lampe ist, die da volle Pulle leuchtet. Ja. Jetzt ist das Licht ausgegangen. Genau. Das ist jetzt der AC 0,1. Okay. Das ist also auch nur Humbug. Humbug. DC 0,3. Auch für Elefants. Ja. So, jetzt nehme ich das Analoge. Gute DDR. Und danach, Atze, tust du mal ausschalten und mal die Lampe in die Kamera halten, dass man sieht, dass es nicht Glühbirne ist. Weil das sieht man jetzt nicht. So, jetzt ist hier unten der Messbereich 300 Volt. 300 Volt. Müsst ihr halt richtig ablesen jetzt oben. Ja gut, fast ganz hinten. Da brauchen wir nicht kein großes Ablesekünstler sein. 0 ist ja links. Guck mal, jetzt ist fast Anschlag. Ne? Guck. Mhm. Fast 300 Volt. Ja, das sind 280, 285 Volt. So, und jetzt sei mal nochmal so lieb, schalt das mal bitte ab und halt mal die Lampe, das, weil die leuchtet so hell, das kann man nicht sehen, ob das eine Glühbirne oder LED oder... Ja. Mal kurz, einfach mal kurz ausmachen. Ja, das... Kannst du nicht erkennen, ja. Die ist voll angerotzt, das kannst du nur hier, das kann ich nur ein Foto machen. Ja, ist egal, zeig einfach mal kurz eine Kamera. Einfach nur, dass eine Glühbirne ist. Also eine. Ja, das langt. Danke. Eine Halogenlampe, ja. Halogen, da haben wir's. Dankeschön.